Na, mit dieser Veränderung habt ihr nicht gerechnet, oder? Aber was soll ich sagen? Ich bin eben kein kleines Kind mehr. Und damit müsst ihr klarkommen. Übrigens, ihr verbringt den heutigen Tag wieder mit mir. Hallo, ich bin Elienyx und das ist der 54. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir mit Emma ja hauptsächlich gearbeitet und außerdem hat unsere Livia Geburtstag gefeiert. Livia ist jetzt ein Teenager und was soll ich sagen, ich habe mich wirklich schockverliebt. Also sie ist mein absoluter Lieblingscharakter, ich weiß gar nicht warum, aber ich liebe sie einfach. Und deshalb habe ich mir jetzt was überlegt, aber das erzähle ich euch gleich. Auf jeden Fall werden wir den heutigen Part vor allem mit ihr verbringen. Falls dir mein Let's Play übrigens gefällt, vergiss nicht, mich zu abonnieren, meine Videos zu liken und vor allem auch zu kommentieren. Kommentare sind wirklich sehr, sehr wichtig für den Algorithmus. Also, wenn dir meine Videos gefallen, dann kommentier immer gerne. Aber gut, jetzt starten wir in den Part hinein. Und hier sehen wir sie schon, unsere Livia. Ich liebe sie einfach. Also sie hat wirklich eine komplette Verwandlung hingelegt. Nein, lauf nicht weg. Also als Kind war sie ja sehr farbenfroh und irgendwie sehr fröhlich und deshalb passt ihr Zimmer jetzt auch so gar nicht mehr dazu, was ich eigentlich für sie geplant habe, nämlich, dass sie das Übernatürliche liebt und sich eben mit allem auseinandersetzt, was das beinhaltet. Mit Vampiren, mit Hexen, mit Werwölfen, mit Geistern und mit allem, was es sonst noch gibt. Und deshalb habe ich mir jetzt etwas überlegt. Livia, du kannst jetzt in der Zwischenzeit, während ich das erzähle, mal nach Informationen über Vampire suchen. Vielleicht findest du ja etwas Spannendes heraus. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, aber für die nächste Generation plane ich etwas Übernatürliches. Also natürlich läuft eben unsere 100 Baby Challenge weiter. Das ist ja unser Hauptziel. Aber wir haben ja immer noch eine andere Challenge dabei. Also in der Generation war es eben die Rex to Riches Challenge, zumindest zum Teil. Und diesmal habe ich mir überlegt, wir könnten Elemente der Occult Baby Challenge mit reinnehmen. Das bedeutet, wir brauchen von jedem übernatürlichen Wesen ein Baby. Das heißt, wir brauchen ein Vampirbaby, ein Werwolfbaby, ein Meerjungfrauenbaby. Und dann könnten wir natürlich auch noch sagen, wir brauchen ein Baby von Väterchen Frost und vom Blumenhasen und keine Ahnung. Auf jeden Fall muss das aber dann auch dem okkulten Wesen entsprechen. Livia, jetzt bitte kannst du nicht einfach am Computer sitzen bleiben und weiter über Vampire lesen? Immerhin interessiert dich das doch. Ich habe mir die Challenge jetzt noch nicht so ganz überlegt. Also ich muss noch schauen, wie wir das Ganze machen und wo wir dann wohnen und alles. Aber auf jeden Fall glaube ich, das wäre sehr, sehr cool. Und Livia würde da natürlich sehr, sehr gut reinpassen. Ich muss mir jetzt natürlich noch anschauen, wann sie Geburtstag hat. Gut, Livia hat hier Geburtstag. Und das ist eine Woche, bevor Emma zur Seniorin wird. Da hätte ich dann tatsächlich vorgeschlagen, dass wir Emmas Geburtstag nach vorne verschieben sozusagen und sie eben hier dann schon Geburtstag hat, an diesem Dienstag. Weil in Wirklichkeit würde sie vermutlich da herum zur Seniorin werden, wenn nicht sogar schon noch früher. Weil das hat sich ja alles ein bisschen verschoben, da sie so oft schwanger war. Und dann eben einen Tag später hat Livia Geburtstag und dann ziehen wir mit ihr aus. Ich bin mir jetzt natürlich noch nicht ganz sicher, ob Emma dann überhaupt noch ein Kind bekommen soll oder ob ihr mit dieser Story so überhaupt einverstanden seid. Schreibt mir das natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Also was ihr generell von der Idee haltet, wie wir mit Emma weiter vorgehen sollen, ob wir noch ein Kind bekommen sollen, wann sie Geburtstag hat. Einfach eure ganzen Gedanken und Ideen dazu bitte gern in die Kommentare. Aber gut, was machen wir in diesem Part? Ich hätte mir gedacht, in diesem Part sollten wir Livia noch ein kleines bisschen besser kennenlernen. Das heißt, ich möchte morgen mit ihr auf jeden Fall in die Schule gehen. Und vielleicht könnte sie ja heute Abend den ersten kleinen Ausflug irgendwo hin machen. Also ich hätte gesagt, wir ziehen einfach mal so durch die Stadt. Vielleicht besucht sie ja ihre Schwester Violet. Und vielleicht lernen wir ja dann schon jemand Spannenden kennen. Also wie ihr seht, ich freue mich schon sehr auf die Storyline, aber natürlich hängt das auch immer von euch ab. Immerhin mache ich dieses Let's Play ja auch für euch. Deshalb möchte ich natürlich auch, dass euch das Ganze gefällt. Aber gut, was machen wir jetzt? Emma, warum bist du eigentlich traurig? Sinn des Lebens, wegen Angst vor unerfüllten Träumen. Ja gut, das tut mir jetzt sehr, sehr leid. Aber Emma, da wir das Let's Play ja vielleicht schon bald beenden, musst du dich jetzt natürlich um deine Fähigkeiten kümmern. Deshalb werden wir jetzt mal ein Gourmet-Menü zubereiten. Und zwar machen wir einfach mal Mandelmakronen einer Familiengröße und dann könntest du eigentlich auch mal wieder zeichnen. Also wir haben ja erst von den ältesten drei ein Gemälde.
Das heißt, auf jeden Fall von Jared und Rose brauchen wir sehr, sehr bald eines. Aber da Livia zu Hause ist, könnten wir eigentlich auch mit Livia anfangen. Dann kochst du jetzt doch nicht. Du wirst das Gemälde an Sammler verkaufen. Wirklich? Das ist fertig? Okay. Ja gut, ich bin keine Künstlerin, vielleicht verstehe ich das einfach nicht. Livia, du kommst jetzt hierher und dann wirst du eine coole Pose machen. Was sollst du dabei tragen? Ist das dein coolstes Outfit? Nehmen wir das. Ich finde, das hat so Wednesday-Vibes und deshalb liebe ich das voll. Und wie soll sie posieren? Shy Girls passt vermutlich nicht so gut zu ihr. Wie sehen denn diese aus? Die sind alle, glaube ich, zu süß. Wobei, probieren wir einfach mal. Heißt ja nicht, dass sie nicht süß posen kann, nur weil sie schwarze Klamotten trägt. Wobei, das ist sehr cool. Posiert so schon wer? Nein, perfekt. Dann hätte ich gesagt, wir nehmen das. Emma, ich weiß nicht, wem du zuschaust, aber hör auf damit. Wir machen jetzt ein Bild nach Vorlage, ein großes Gemälde. Ich hoffe, das funktioniert auf Anhieb. Emma, was machst du? Ich habe keine Ahnung. Gut. Hier. Oh nein, sie steht so weit drüben. Das finde ich nicht gut. Was malt sie denn jetzt? Das verstehe ich nicht. Jetzt weiß ich nicht mal, was sie malt. Okay. Livia, du musst ein bisschen weiter rüber gehen. Tut mir sehr leid. Du musst dich genau da herstellen. Hierhin. Gut. Und jetzt nehmen wir nochmal diese Pose. Jetzt habe ich natürlich vergessen, was das war, aber ist nicht so schlimm. Ich werde es schon finden. Genau, hier und ich glaube, es war einfach diese hier und dann zur Sicherheit nehmen wir auch noch die. War es die? Ja, perfekt. Sie schaut auch unglaublich gelangweilt, das passt wirklich perfekt. Und dann nach Vorlage malen, großes Gemälde. Emma, was machst du? Wollte sie gerade das Puppenhaus zerstören? Sie ist sehr wütend, sie wollte ganz sicher das Puppenhaus zerstören, aber sie hat es nicht geschafft. Zumindest etwas. Perfekt. Leider können wir nicht weiter zoomen. Jetzt sieht man halt, dass ihre Hand da ein bisschen glitscht. Aber ist ja nicht so schlimm. Dann wird sie das jetzt zeichnen. Und Livia, was kannst du in der Zwischenzeit machen? Sie hat sich ja schon über Vampire informiert. Jetzt könnten wir natürlich auch noch ein Vampirbuch kaufen. Das finde ich eine gute Idee. Vampirbücher kaufen. Enzyklopädie Vampirica Band 1. Sehr, sehr cool. Und irgendwann müssen wir dann natürlich auch noch ihr Zimmer umgestalten. Weil, naja, es passt jetzt nicht so gut zu ihrem Wesen. Aber ich finde es auch ein bisschen klein. Vielleicht warten wir drauf, bis Jared auszieht. Weil Jared wird, denke ich, als erstes ausziehen, weil Rose muss sich ja noch bei der Uni bewerben und zugelassen werden. Und dann kann Livia in dieses Zimmer ziehen und dann wird das einfach wieder eine Abstellkammer, wie es vorher war. Ich glaube, das passt gut. Ach ja, und ihre Farbe war ja mal blau. Ja gut, das ist es jetzt nicht mehr. Jetzt ist ihre Farbe eindeutig schwarz. Warum stinken denn die Babys? Oh nein, es stinken beide Kleinkinder. Tut mir leid, Livia. Deine Mama hat zu tun. Du wirst jetzt beide Babys baden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Und dann stelle ich den Kuchen auf den Boden. Und dann können die Kinder Kuchen vom Boden essen. Wow. Ich bin eine tolle Mutter. Ich weiß. Die Teenager sind jetzt auch wieder von der Schule da. Ja, ja. Rose gehört natürlich zu den besten Copperdale Highschool-Schülern. Wie konnte es anders sein? Stimmt, eigentlich könnten wir Jared mitnehmen zum Party machen, weil der ist ja schon fast erwachsen. Und dann können er und Livia eben Violet besuchen. Wieso badet sie denn jetzt das Baby nicht? Livia, bitte bade doch deine kleinen Geschwister. Auf jeden Fall können die beiden dann ihre große Schwester besuchen. Und ich glaube, Emma macht sich auch nicht so viel Sorgen, wenn Jared eben auch dabei ist. Was machen denn die anderen? Rose, das bringt mich auf eine Idee. Du könntest dich eigentlich schon für die Uni bewerben. Da das jetzt schon geht, warum machen wir das nicht gleich? Bewirb dich mal an Universität und zuerst fragen wir den Schulberater um Rat. Dann werden wir das Infopaket des Schulberaters ansehen. Und dann werden wir uns für ein Stipendium bewerben. Warum sind denn alle so wütend? Warum haben alle diese blöde Angst vor unerfüllten Träumen? Die ist ganz schön nervig. Rose hat beste Aussichten, diese Stipendien zu erhalten. Bildung für alle Sims, die nur sehr wenig Geld in der Haushaltskasse besitzen. Dann noch Bewohnerin von Hanford und Bagley und E-Sport. Videospielende Sims können sich hierfür bewerben? Sie müssen als E-Sport-Wettkämpfer antreten, um das Stipendium zu erhalten. Ist sie so gut im E-Sport? Videospiel Level 4.
Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber gut, dann bewerben wir uns doch gleich für die alle drei. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Denn ja, in diesem Haushalt haben wir nicht sonderlich viel Geld. Kenne deine Stipendien. Ach toll. Ja gut, das wissen wir jetzt schon. Können wir uns jetzt schon dafür bewerben? Ja, können wir. Oh, wir müssen uns für eines aussuchen. Nimm mal E-Sport. Können wir uns für noch eins bewerben? Für Stipendium bewerben. Anscheinend können wir uns für mehrere bewerben. Dann bewerben wir uns doch gleich für alle. Bildung für alle. Und dann noch. Oh. Dieses Stipendium wurde bereits beantragt. Ja, gut. Was passiert denn hier hinten? Wer kämpft denn da gegeneinander? Ein Fuchs und ein Hase. Ich wusste nicht, dass die kämpfen. What? Okay. Gut, was passiert hier? Emma badet Flora. Livia, ist ja nicht so, als hätte ich dich darum gebeten. Zweimal, aber okay. Du hast eben Wichtigeres zu tun. Und Jared ist jetzt auch nach Hause gekommen. Dann hätte ich gesagt, wir fahren mit den beiden jetzt gleich mal nach San Myshuno. Und dann können sie ja mit Violet Abendessen gehen. Also offiziell gehen sie Abendessen. In Wirklichkeit gehen sie Party machen. Was sollten sie sonst mit Violet tun? Sunspare Nightclub. Habe ich hier schon mal einen neuen platziert? Rockin' Rainbows ist sicher neu. Dann wird er mitnehmen Violet und Livia. Oh, die beiden sehen sich ja auch voll ähnlich. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Ich finde, wir haben so tolle Kinder. Ich liebe einfach jedes einzelne unglaublich. Warum wollte ich nochmal mit ihnen in einen Nachtclub gehen? Es ist 18 Uhr. Naja, dann setzt euch mal hier nach draußen. Irgendwie ist es sehr unrealistisch, dass ihr da jetzt reingeht. Violet, bist du eigentlich schon ein Star? Ich glaube nicht, leider. Nein, sie ist kein Star. Und warum machen die jetzt zu? Vielleicht hätte ich gern was gegessen. Jared hat Hunger. Ich hoffe, die machen bald wieder auf. Dann wird Livia jetzt mal mit ihrer Schwester sprechen. Kennen die sich überhaupt? Sie wird ihr mal den Tag verschönern. Dann wird sie sich über Emma beschweren. Das wird Violet natürlich gut verstehen können, weil Violet war genauso. Und Jared kann sich jetzt was zu essen bestellen. Sehr, sehr gut. Er ist einmal froh. Warum nicht? Und Violet, gehst du schon wieder? Nein. Okay. Irgendwie haut Violet ja gerne ab. Deshalb werden sie jetzt gleich mal über Interessen sprechen. Livia ist so ein Teenager. Ich liebe es. Dann werden wir sie fragen, ob sie Kinder hat. Denn sie hat ja ein Kind und das wissen wir noch gar nicht. Ich bin gespannt, ob sie es erzählt. Dann werden wir sie nach ihrem Musikgeschmack fragen. Oh, anscheinend war das Essen von Jared scharf. Jared scheint ziemliche Probleme mit den Essstäbchen zu haben. Oh, okay. Wie es aussieht, ist Jared nicht an scharfes Essen wie vorgewöhnt. Mit der Zeit und ein bisschen Übung wird er problemlos die schärfsten Speisen essen können. Ja, ich bin ein Elternteil. Ach, Violet, was machst du nur, wenn wir nicht auf dich aufpassen? Trinkgeld geben? Oh, sie singt einfach. Violet, du bist so cool. Am liebsten hätte ich ja mit ihr weitergespielt. Aber nein, Livia ist ebenso cool. Gut. Was könnten wir jetzt machen? Sie könnten irgendwie was trinken. Jetzt ist immerhin schon 19 Uhr. Ist das Ivy? Ivy, was machst du denn hier? Livia, begrüß mal Ivy. Du wirst Day bewundern. Und dann ein von Herzen kommendes Kompliment machen. Hier ist ein schwangerer Werwolf. Rory ist schwanger. Von wem bist du schwanger, Rory? Ich weiß nicht, warum mich das immer so brennend interessiert, aber ich muss das wissen. Von Enrico Villarreal mit Trillingen. Gut. Find ich toll, mehr Werwölfe. Das lieb ich doch einfach. Und wer bist du und warum hast du nichts an? Chris Mayer. Ich meine, du siehst zwar süß aus, aber trotzdem solltest du nicht oben ohne in einem Club sein. Aber gut. Und eigentlich ist das ein Teenager-Treffpunkt, aber hier sind nie Teenager. Das verstehe ich nicht ganz. Wieso sind hier nie Teenager? Ich wollte hier jemanden für Livia suchen. Das finde ich ein bisschen blöd. Und hier oben ist ein Geist. Okay. Schön. Wer bist du? Bist du ein Teenager? Nein. Hier sind einfach keine Teenager. Aber Livia wird jetzt mal ein Getränk für die Runde bestellen. Und zwar bestellen wir Weißbier. Ich weiß nicht. Naja, sie ist halt doch noch sehr jung. Was trinken junge, hippe Menschen?
Keine Ahnung. Ein Gin Tonic. 126 Simoleons. Okay, vielleicht doch nicht. Dark and Stormy. 114? Wieso ist denn das so teuer? Oh, wow. Wisst ihr was? Ich glaube, ich bleibe doch beim Weißbier. Das war schön günstig. Okay, doch nicht. Wir bestellen Wodka Soda. Das kann man sich noch am ehesten leisten. Wer ist eigentlich das? Mit Dominik plaudern. Wer ist dieser Dominik mit den weißen Haaren und dem schwarzen Bart? Wer bist du? Dominik Tyson. Hä? Livia kennt nämlich kaum Leute, aber sie kennt diesen Dominik. Jared mag Hip-Hop. Ja gut, kannst du gern mögen. Ist mir recht. Flirtet er schon wieder mit irgendwem? Ja gut. Dann wird er sich jetzt mal freundlich bei ihr vorstellen. Jared macht eben, was ein Jared so tut. Die Ausgangssperre beginnt bald. Nein, Emma, heute gibt's keine Ausgangssperre. Wir sind doch bei Violet. Und ich passe doch auf meine kleine Schwester auf. Können wir mit ihr flirten? Ja, perfekt. Wird jetzt gleich mal einen mutigen Anspruch machen. Und ihr einen verrückten Plan vorschlagen. Vermutlich sowas wie, hey, jetzt ist mir nichts Gutes eingefallen. Keine Ahnung, irgendwas Zweideutiges halt. Aber dann muss er mal dringend pieseln, weil das wäre sonst peinlich, wenn er sich beim Flirten einpieselt. Haben wir jetzt schon einen Teenager da? Nein, aber ich finde den ganz süß. Wisst ihr, was wir machen? Chris Meyer, ich hoffe, du hast keine Kinder. Hast du Kinder? Er hat 4 Kinder. Das ist belastend. Ich wollte dich gerade wieder zum Teenager machen. Ja, gut. Nein. Wenn er 4 Kinder hat, ist er vielleicht nicht die beste Wahl für unsere Livia. Ich meine, wenn wir mit ihr weiterspielen, wird sie sowieso noch mehr Männer kennenlernen. Aber trotzdem. Der erste Mann, gleich 4 Kinder. Ich weiß nicht. Wieso sind hier keine Teenager? Naja, ich meine, morgen in der Schule werden wir definitiv Teenager kennenlernen, weil hier sieht es leider nicht so aus. Wart einfach mal noch ein bisschen und sonst müssen wir eben morgen in der Schule jemanden kennenlernen. Es ist noch immer kein Teenager aufgetaucht und die beiden sind schon ziemlich müde, deshalb schauen wir jetzt einfach wieder nach Hause. Sehr, sehr schade. Ich verstehe nicht ganz, warum das mit dem Teenie-Treffpunkt nicht mehr so gut funktioniert. Aber ist leider so, zumindest in der Highschool sollten jede Menge Teenager sein, die unsere Livia dann kennenlernen kann. Und wir sind wieder da. Livia, warum hast du die Schelmfähigkeit erworben? Ach ja, sie ist ja eine Spinnerin. Vielleicht müssen wir ihr das dann noch nehmen, weil das nervt mich ein bisschen. Ja. Gut. Wieso hat sie häuslich wegen Wahl eines Familienbestrebens? Und Grüblerin wegen eines Kreativitätsbestrebens. Das ist beides eine Lüge. Aber gut, kann man nichts machen. Dann wird Livia jetzt mal schlafen gehen und auch alle anderen können schlafen gehen. Warum schläft schon wieder niemand? Kinder, geht doch schlafen. Jared, du darfst davor tatsächlich noch duschen gehen. Kleinkinder, geht doch einfach schlafen. Gut, ich stecke jetzt mal alle ins Bett. Und morgen in der Früh gehen wir dann mit unserer Livia mit in die Schule. Unsere Livia ist gerade aufgewacht und ist traurig, weil sie ja ein düsterer Sim ist. Also sie hat tatsächlich nicht die besten Merkmale, um mit ihr weiterzuspielen. Aber vielleicht wäre das ja auch eine kleine Herausforderung, was ja auch wieder cool wäre. Auf jeden Fall nimmt sie jetzt ein Lavendelschaumbad, einfach damit es ihr besser geht und damit sie nicht mehr so traurig ist. Außerdem wünscht sie sich die Dahingeschiedenen betrauern, einfach weil sie düster ist. Und jetzt wird sie auch noch von ihrer Mama überrascht, die ins Badezimmer läuft. Und Emma ist schon wieder unfassbar wütend. Wegen den unerfüllten Träumen, oder? Ja, natürlich. Emma fühlt sich unerfüllt und ist unzufrieden mit dem Verlauf ihres Lebens. Sie ist ab und an traurig darüber, wie sich ihr Leben entwickelt. Ab und an ist gut, es ist beinahe die ganze Zeit. Und du könntest gleich mal weitermalen. Oh, das sieht schon jetzt so cool aus. Also so könnte das meiner Meinung nach wirklich 1:1 Wednesday sein. Also, falls ihr die Serie Wednesday gesehen habt, wisst ihr, wovon ich rede. Wenn nicht, schaut sie euch an, sie ist großartig. Aber auch ein bisschen grausam, also nur, wenn ihr alt genug seid, natürlich. Gut, und bald gehen wir jetzt zur Schule. Wie lange dauert es noch? Ja, gleich sollten die Teenager auf zur Schule brechen. Natürlich begleiten wir Jared und Rose auch. Aber den beiden werden wir vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeit schenken. Denn wie gesagt, ich möchte, dass sich heute alles nur um Livia dreht. Ich hoffe, das restliche Let's Play dreht sich nicht nur um Livia, weil ich sie jetzt so cool finde. Das könnte tatsächlich sein. Aber ich werde natürlich auch versuchen, den anderen genug Aufmerksamkeit zu schenken. Und wir sind da.
Jared kommt in der Schule an und ist direkt kokett, weil jemand in der Nähe sein Schwarm ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer sein Schwarm ist. Sind nicht alle irgendwie sein Schwarm? Saskia war doch einer davon, oder? Nein. Okay, ich weiß es nicht mehr. Nevermind, die beiden können auf jeden Fall machen, was sie wollen. Livia fühlt sich auf jeden Fall jetzt endlich glücklich. Wegen dem beruhigenden Lavendelschaumbad. Haben wir hier schon jemanden, der gut zu ihr passen würde? Nee, warum stehen die eigentlich da alle so herum? Gut, ich glaube, ich muss ihnen doch was zu tun geben. Jared, du kannst jetzt mal für Prüfungen lernen. Und zwar hier am Bücherregal für Prüfungen lernen. Rose muss Sport machen, auf dem Laufband trainieren. Haben die hier ein Laufband? Ja, hier unten, gut. Sie wird einmal am Laufband trainieren. Und Livia, ich möchte dir eigentlich jemanden suchen, der gut zu dir passt. Wer bist du? Jonas Munch. Wait, hat die nicht Rose kennengelernt? Und wollte ich damit nicht eigentlich eine Storyline? Dass er seinem Vater bzw. Onkel erzählt, dass Emma ein Kind von ihm hat? War das Felix Munch, war das? Ich kann mich noch halb an die Idee erinnern, aber ich weiß nicht, ob wir sie weiter verfolgen werden. Aber noch einen Munch brauchen wir, glaube ich, nicht in diesem Let's Play. Wer bist denn du? Mirko Hiddlesticks. Naja, ich weiß ja nicht. Bis jetzt bin ich noch von keinem überzeugt. Wer ist denn Alessia und wieso hasst die dich schon? Livia, was tust du denn? Du bist doch gerade erst in der Schule angekommen. Dieses Kind. Wer seid ihr denn? Wer bist du? Ach, das ist schon wieder dieser Mirko. Ich bin auf der Suche nach einem coolen Sim. Das ist ein Lehrer. Diese Storyline möchte ich nicht spielen. Das ist auch eine Lehrerin. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Livia, melde einfach mal einen Besitzanspruch an diesem Spind, dann kannst du einen Apfel essen. Und wann ist denn eigentlich der nächste Abschlussball? Samstag, stimmt. Da haben wir dann auch die Zwillinge Geburtstag und ihr habt vorgeschlagen, dass wir trotzdem mit ihnen zum Abschlussball gehen und dann eben dort Geburtstag feiern. Und die Idee finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Vielleicht können wir das so einrichten und dann wird Livia natürlich auch mit zum Abschlussball gehen. Vielleicht haben wir bis dorthin ein Date für sie, vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht so genau. Aber jetzt muss sie auf jeden Fall mal in die Schule. Das ist sehr, sehr realistisch. Sie ist in einer Klasse mit Jared. Aber Rose ist... Oh, Rose, du musst auch in die... Rose! Nein, ich hab's verkackt. Oh, oh. Wo ist der Wirtschaftsunterricht? Hier. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr realistisch, dass Jared und Livia in einer Klasse sind. Weil Jared vermutlich so oft sitzen geblieben ist, dass er jetzt in Livias Klasse ist. Aber anscheinend haben die alle denselben Unterricht, egal ob sie 15 oder 18 sind. Alle lernen das Gleiche in dieser Schule. Einfach nur toll. Einfach nur toll. Und er lernt Charisma im Wirtschaftsunterricht. Ach so, das macht tatsächlich Sinn. Wir haben Mittagspause. Livia, es kommen keine neuen Leute. Stell dich einfach bei Mirko vor. Ist er süß? Naja, mittelsüß. Ich meine... Eigentlich möchte ich ja nicht oberflächlich sein. Okay, sie hassen sich. Okay, sie hassen sich. Wir finden ihn nervig. Er findet uns dramatisch. Das ist, glaube ich, nicht die beste Voraussetzung, um gut befreundet oder sogar mehr zu werden. Suchen wir uns halt wen anders. Wen gibt es dann noch? Gelbe Haare finde ich ein bisschen wild. Wer bist du? Ach, du warst der Munch, oder? Ja, stell dich trotzdem bei Jonas vor. Er sieht irgendwie noch am coolsten aus von den allen. Wobei, nein, ich nehme alles zurück, sieht er nicht. Aber er sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist Jonas, noch ein Jonas. Jonas Colette. Ja, dann stellen wir uns bei ihm vor. Vielleicht ist er ein Vampir. Er ist auf jeden Fall blass genug, aber das werden wir gleich herausfinden. Mit wem flirtet Jared schon wieder? Mit Saskia. Oh, er hat mit dem Lehrer geflirtet. Jared hat eine Liebesleiste mit dem Lehrer. Mit Angelo. Mit Lehrer der Klasse 2. Jared, was tust du eigentlich so den ganzen Tag? Wirklich? Du flirtest einfach so mit dem Lehrer in der Schule? Ich meine, wir wussten ja schon, dass Jared bisexuell ist, weil er hat sich ja schon mal für wen anders interessiert. Ich glaube, wegen den anderen Mann. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber dass er mit einem Lehrer flirtet, ist mir neu. Aber viel wichtiger, was hält denn Livia von unserem Jonas? Wir finden er seltsam, er findet, wir sind lustig. Finde ich nicht so schlecht. Livia ist ja immerhin auch ein bisschen seltsam, das passt schon gut.
Dann erzählt sie ihm jetzt einfach mal eine lustige Geschichte. Oh, es ist jemand gestorben. Dann werden wir ihn wegen Ableben trösten. Und ich hoffe, sie sagt jetzt nichts Gruseliges, weil sie ja in Wirklichkeit vom Tod sehr fasziniert ist, wenn man das so sagen kann. Dann wird sie ihm ein Kompliment machen. Wir können ja einfach ihn mal kennenlernen. Oh, ist so traurig. Und vielleicht auch nach Hobbys fragen. Vielleicht können wir ihn ja ein wenig ablenken. Die sehen alle so sportlich aus. Ich weiß nicht, an welchen Tisch wir jetzt geraten sind, aber die sind sicher bei irgendeinem Sportteam dabei. Oh, sie tröstet ihn. Wie süß ist das? Ich meine, besser fühlt es sich noch immer nicht, aber sie kennen sich ja auch noch nicht so gut. Sie wird dann nochmal versuchen, ihn aufzumuntern. Er ist Kind der Inseln. Ich habe vorhin nämlich einen Meerjungfrauenschrei gehört. Vielleicht ist er ja ein Meerjungmann. Heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Aber das wäre cool. Wir werden sicher keine Meerjungfrauen bei ihm nachahmen. Können wir ihn das fragen? Können wir fragen, hey, bist du übernatürlich? Nein, können wir nicht. Schade. Ja, dann werden wir ihn besser kennenlernen. Wir werden ihm eine dramatische Geschichte erzählen. Wieso hat denn Jared jetzt ein Gefühl mit Jonas? Jared, was tust du eigentlich? Jared macht Dinge, die ein Jared macht. Die Stunde geht leider weiter. Wir müssen ihn ein anderes Mal besser kennenlernen. Aber ich hoffe, dass er wirklich eine männliche Meerjungfrau ist. Das klingt voll seltsam. Wie sagt man das? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr wisst, wie man das in Sims nennt, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich glaube nicht, dass es männliche Meerjungfrau heißt. Ja, glaube ich nicht. Gut, die Stunde ist aus. Ist die Schule schon aus? Tagesendbericht. Livia hat gute Arbeit geleistet. Jared hat seine Lehrer beeindruckt. Und Rose hat die Lehrer auch beeindruckt. Ja, ich glaube, Jared hat tatsächlich die Lehrer nur beeindruckt, weil er mit dem einen Lehrer geflirtet hat. Tja, hier ist eine schwangere Schülerin. Ach, was geht denn in dieser Schule ab? Und hier ist unser Jonas. Können wir mit dem eine Runde bilden? Ich möchte mit dem noch irgendwo hingehen. Ich möchte, dass sie jetzt noch gemeinsam ein bisschen, können wir nicht, ein bisschen den Tag ausklingen lassen. Vielleicht erkunden wir einfach gemeinsam mit ihm ein bisschen Copperdale. Wir könnten ja hier in den Bobati-Laden gehen. Nein, nicht mit den beiden, sondern mit Jonas. Also ich würde schon zu gern herausfinden, ob er eben ein übernatürliches Wesen ist. Weil dann hätten wir schon den ersten Mann für die nächste Challenge sozusagen in der Tasche. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber jetzt können wir uns ja mal mit ihm anfreunden. Wir werden ihm den Tag verschönern. Und dann wird sie ihm jetzt einfach mal ein Kompliment über sein Aussehen machen. Sie hat immerhin Jared schon sehr oft dabei zugesehen, wie er sich an diverse Leute rangemacht hat. Und jetzt denkt sie sich so, wenn Jared das kann, dann kann ich das auch. Okay, er mag uns nicht mehr. Gut, dann werden wir ihm noch ein Kompliment machen. Über Schwarm flüstern. Du hast doch gar keinen Schwarm, oder? Irgendwie verstehen die sich nicht so gut. Oh, aber das war romantisch. Gut, teile mal Fotos mit ihm und erzähl ihm von deiner coolen, berühmten Schwester. Ich glaube, das ist ein gutes Thema, über was die beiden reden können. Und dann, ich weiß nicht, was könnten die dann machen? Jetzt war schon wieder Blussherz. Ich verstehe nicht, warum. Weißt du was? Du fügst ihn jetzt mal zu deinem Sozialhasen hinzu. Ich weiß gar nicht, haben wir da schon wen? Ach, Rose möchte hinzugefügt werden. Ist das süß. Gut, dann werden wir noch hinzufügen. Jonas? Jared? Daisy? Violet? Und Ivy. Ich glaube, das passt ganz gut. Dann können die beiden mal tratschen. Er ist jetzt verspielt. Das ist so süß, weil er war ja voll traurig. Und jetzt geht's ihm voll gut. Angst vor Vampiren zu geben? Livia, wir haben keine Angst vor Vampiren. Ah, Wassermann. Hä? Es heißt Wassermann? Meerjungfrau und Wassermann? Okay. Wir werden ihn jetzt mal fragen, ob er ein Wassermann ist. Hey, läuft er gerade weg? Nicht weglaufen. Ich möchte das jetzt wissen. Wir werden ihn fragen, ob er ein Wassermann ist. Schnell, Livia, schnell. Lauf ihm nach. Ein Wassermann, wie kommst du da drauf? Okay, gut. Er möchte es uns noch nicht sagen.
Aber dann hätte ich gesagt, wir nerven ihn für heute nicht weiter und ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Und bis zum nächsten Mal werde ich ihm außerdem noch ein kleines Umstyling geben, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Jonas wird noch eine größere Rolle in diesem Let's Play spielen. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!